Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker. Und wir schauen mal, was wir diese Woche so haben oder finden. Legen wir mal gleich los. So, komm, später ansehen. Weg damit. Ich will jetzt spielen. Fangen wir doch direkt damit an. Was auch immer es ist. Ach nee. Okay, die haben wir schon mal abgehängt. So schnell geht das. Einfach mal schnell durchgeschwommen. Kann man mal machen. So, sogar Rekordzeit aufgestellt. Warum nicht? Na dann, weiter geht's. Mit 1 bis 2 von irgendwas. Schauen wir mal. Erstmal da rein. Ach, guck mal, da wären wir zu Shiggy. Oh, das war knapp. So, können wir da auch wieder abkürzen. Natürlich, wie in jedem Mario. Jetzt sind wir Bomberman. Und wir sind durch. Die alten Level, ja, ja. Wer kennt sie nicht? Das waren noch Zeiten. Aber egal. Wir suchen das nächste Level. Pirate Ship Castle von Calico Jack. Schauen wir uns das Piratenschiff doch mal an. Erstmal einen Pilz mitnehmen. Zwar keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber okay. Hier gibt's was Tolles. Ach, nur ein Pilz. Oh. Das war dumm. Aber kein Problem. Du Drecksack. Ja, sicher! So, okay, aber wir haben Yoshi. Könnt ihr schießen, so viel ihr wollt. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber da kriegen wir wieder einen Pilz. So, hier rein. Ein Blümchen. Natürlich muss er jetzt werfen.
So, weg mit dir. Okay, es geht weiter. Auf diesem komischen Schiff. Hier lang. Noch ein Pedals. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rein. Also da gibt es auch wieder bloß einen Pilz. Haben wir den schon mal besiegt? Und da ist das Ziel. Okay, war ein nettes Level. Hat ein paar schöne Stellen. Kann man nicht anders sagen. Hat mir gut gefallen. Wahrscheinlich hätte man durch die ganzen Röhren nicht durchgemusst, aber ist ja egal. Poe Block Adventure von Matt. Oh, das hört sich interessant an. Muss ich da etwa mit Poes arbeiten? Natürlich. So weit, so gut. Und jetzt? Ah, okay, ich verstehe. Oh, das war knapp. So, dann können wir nämlich da rein. Jetzt müssen wir das hier mitnehmen. Die Frage ist, wo ist das Poding? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Oh. Oh, hoppala. Kommt vor. Wir waren aber auch nicht so weit. Von dem her, das geht alles klar. Machen wir halt jetzt besser. So, dann legen wir das schon mal hier hin. Das war schon wieder knapp. So, ah. Trotzdem nur ein Pedals. So, aber hier ist doch nur ein Poe. Oder warte mal. Aha. So, jetzt haben wir's. Oh, das ist frech. Und der Pilz kommt wahrscheinlich nicht zurück.
So, erst hier lang, schätze ich mal. Und jetzt hier lang. Okay. Erstmal wieder groß werden. Wahrscheinlich hätte ich jetzt beide gebraucht. Ja. Kriege ich da noch mal eins, wenn ich da noch mal komme? Oh. So, Moment. Ich muss da noch mal kurz durch. Oh ja, da kriegen wir noch eins. Erstmal den kaputt machen. So, jetzt aber. Okay, war auch sehr nett. Machen wir wieder ein bisschen was Kreatives. Aber auch das haben wir geschafft. So, jetzt kommt Donkey Kong Country Tribute von Julie O. Donkey Kong Country war auch ein sehr schönes Spiel damals. So, da rein, oder was? Ach, das ist wahrscheinlich unsere Wohnung und da drüben war der Bananenspeicher. So, da werden wir wieder zu Donkey Kong. Und geschafft. Okay, muss zugeben, das hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich Donkey Kong Country Style, so ein bisschen zumindest. Vor allem mit dem Bananenspeicher hinten drin, fand ich sehr schön gemacht. Aber gut. 1 bis 10 wieder irgendwas. Oh Gott, und ich sehe schon wieder einen Bowser. Vielleicht male ich mir da auch immer zu viel aus. Aber wahrscheinlich eher nicht. Okay, soweit, so gut. Jetzt muss erstmal der hier weg. So, erstmal hier durchfahren. Ich weiß ja nicht, ob da noch was kommt, aber...
Nein. Okay. 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 Das wird jetzt eng. Zum Schluss, das wird jetzt richtig eng. Ich muss versuchen, über die Bomben zu kommen. Oder die Kanonen. Was ich nicht schaffe. So, komm. Okay, geschafft. Hauptsache geschafft. Es geht bestimmt noch schneller, aber ich bin froh, einfach durch zu sein. Okay. Machen wir weiter. Why Bowser Hates Birdo von Guppy. Da bin ich ja jetzt auch mal gespannt, warum Bowser Birdo hasst. Da können wir auf jeden Fall rein. Das ist ja alles relativ uninteressant gerade. Oh. So, gehen wir hier rein. Hier rein. Okay, Alter, das ist richtig fies. So, der kann sich da unten ausleben. Erstmal wieder groß werden. Und weg da. Muss ich jetzt da rein? Bin mir nicht sicher. Vermutlich nicht. Dann gehen wir halt da rein. Und haben es schon geschafft. Wow. Das ging doch relativ fix zum Schluss. Aber okay. So, was kommt jetzt? Don't know what to name this. Von Kuchera.
Schauen wir uns natürlich auch an. So, nichts drin. Und da oben sind schon ganz viele Geister. Den will ich haben. Ach, das funktioniert ja gar nicht. Okay. Einfach immer weiter. Okay, das wird sportlich. Wie genau soll das funktionieren? Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, zack. Jetzt gehen wir hier hoch, sammeln den hier ein. Da komme ich nicht rein. Aber ich kann auch keinen Wandsprung oder so machen, ne? Mit einer Blume komme ich eh nicht weit. Im Stern weiß ich gar nicht. Aha, da war der Trick. Aber auch den haben wir rausgefunden. Kein Problem für uns. Dafür kriegen wir wieder ein neues Fähnchen. So, sehr schön. Und ich sehe gerade, wir sind zeittechnisch schon wieder drüber. Das heißt, falls ihr mehr wollt, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, haut rein.